Hallo Freunde, bei Lidl gab es so eine Profitaschenlampe von Variolux. 9 Akkus, 9 Batterien mit dabei und das Teil ist schon etwas größer. So, das habe ich für euch jetzt einfach mal gekauft und möchte das mal ausprobieren. 3 Jahre Garantie. Wenn man vorne vorschaut, sieht das schon, ja, professionell aus. 20 Watt soll sie haben und da bin ich jetzt echt drauf gespannt. Als einen kleinen Vergleich möchte ich die Kfz-Taschenlampe von Aldi vergleichen. Kann man sicherlich von der Lichtintensität nicht miteinander vergleichen, aber die habe ich nun mal zu Hause und die möchte ich dann später im Wald mit euch zusammen mal testen. So, machen wir das Ganze einmal auf. Ich würde sagen, einmal öffnen. Zack, 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 zack. Und von der Seite. Da ist sicherlich eine Gebrauchsanweisung mit dabei, wenn man das Ganze so aufmacht. Dann bleibt die Gebrauchsanweisung erhalten. So, 9 Batterien mit dabei. Taschenlampe, also Aluminium. Sieht wirklich sehr, sehr wertig aus. Und sogar so eine kleine Tasche mit dabei. Fantastisch. Also was direkt auffällt, man kann die Lichtintensität hier einstellen, indem man das Ganze zusammenschiebt oder auseinanderzieht. Und gleich probieren wir das Ganze gemeinsam aus. Bam. Also vielleicht schauen wir vorher einfach mal, wie man die Batterien einlegt. Also das fühlt sich schon so an, als ob da so eine Gummidichtung zwischen ist. Da. Ist der Block, wo man das Ganze einlegt, also plus minus immer da, wo die Feder ist. Zack, zack, zack. So, gucken wir weiter. Da ist die Feder, da minus, zack, zack. Also das Anlegen ist relativ simpel, geht gut. So, und somit hätten wir jetzt eine große Batterie, die wir da jetzt genauso wieder reinstecken. Hier ist so eine Gummidichtung zwischen. Und jetzt verschrauben wir das Ganze einmal zusammen. Ja, bis zum Ende. Ja. Vielleicht vorab ein kleiner Lichttest. Achtung, gleich wird es hell. Okay. Vielleicht ist es schon mal interessant, an einer weißen Wand zu sehen, wie das Ganze leuchtet. Einmal so. Jetzt fokussieren wir das Ganze. Und so sieht das fokussiert aus. Bam. Ja, was für die Zuschauer vielleicht noch interessant sein könnte, wären die Herstellerangaben, was der Hersteller zu der Taschenlampe sagt. Und zwar ist es witterungsbeständig, stoßkratzfestes Gehäuse aus eloxiertem Aluminium. Also sieht auch sehr, sehr wertig aus, muss ich sagen. 15 Euro übrigens, nur so zwischendurch. 20 Watt Cree Power LED für hohe Lichtleistung. Fokussierungsfunktion, die haben wir ja gerade gesehen an der Wand. 3 Betriebsarten, maximale Helligkeit, Sparmodus und SOS-Signal. Okay, die müsste ich noch ausprobieren. Strahlwasser geschützt, inklusive Tasche und Gürtelschlaufe. Alkalide Batterien und Anleitung. Ja, das hatten wir jetzt alles gesehen. Und jetzt kommt das Interessante.
Leuchtweite ca. 300 Meter. Hammer. Lichtstrom ca. 1500 Lumen. LED-Lebensdauer ca. 10.000 Stunden. Okay, das kennt man ja. Dieses Produkt hält extrem Erschütterungen stand, geeignet zur Nutzung beim Campen oder Wandern. Dieses Produkt ist nicht für Raumbeleuchtung im Haushalt geeignet. LED nicht austauschbar. Lichtdauer bei maximaler Helligkeit ca. 3,5 Stunden. In Sparmodus hält das Ganze 12,5 Stunden. Ja, das sind schon mal die Herstellerangaben und gleich testen wir das Ganze im Wald, wie hell die Taschenlampe tatsächlich ist. Gekommen. Wir haben hier eine wunderbare Anhebung, wo man ja die Taschenlampe schon vorher testen kann. Also im Moment leuchte ich mit der ganz normalen Taschenlampe, die blaue, die ich zu Hause stehen hatte. Jetzt leuchten wir einfach mal so drumherum den Wald aus. Ja, die Kamera kann das gar nicht so widerspiegeln, also so verkehrt ist sie gar nicht. Weil die kann auch schon, macht schon einige Meter. Das kann man leider nicht wirklich sehen. Na gut. So, und jetzt testen wir die Lidl-Taschenlampe. Und wie man deutlich sehen kann, so mit gebündeltem Licht, das ist ja schon einfach der Hammer, was die macht. Also, so, das sind jetzt nicht diese 300 Meter, sondern das ist jetzt wirklich nur vor dir das Licht. Und das ist, boah, das kann man gar nicht glauben. Die ist richtig gut. Die ist fantastisch. Also, unglaublich. So, jetzt schauen wir das Ganze an, wie es aussieht, wenn man das Licht bündelt. Okay. Und dann schauen wir mal, wie weit man leuchten kann. Und da kann man deutlich sehen, also da hinten ist ein Gebäude. Naja, so richtig zeigt das die Taschenlampe nicht, aber wir leuchten das mit aus, das Gebäude. Also man kann das wirklich komplett sehen, das Gebäude. Also 300 Meter macht sie locker. Leider gibt das die Kamera nicht wieder, also spiegelt das die Kamera nicht wieder. Aber jetzt auf naher Distanz wirklich, wenn man nur vor sich etwas ausleuchtet, das ist schon unglaublich. Also, wie gesagt, leider kann die Kamera das gar nicht widerspiegeln, wie gut eigentlich die Taschenlampe ist. Man kann es nur auf dem Boden sehen. Denn man kann wirklich alles sehen. Alles sehen. Wenn man das Ganze noch ein bisschen bündelt. Also, das ist einfach nur ein Strahler. Einfach nur ein Strahler. Da hinten ist ein Hochhaus. Und wie gesagt, leider kann man das nicht sehen, aber die Taschenlampe leuchtet bis zu dem Hochhaus und das ist locker 700, 800 Meter entfernt. Man kann sehen, wie das Hochhaus ausleuchtet. Unfassbar. Ja, geniale Taschenlampe, also wirklich erstaunlich, erstaunlich gut. So gute Taschenlampe hatte ich noch nie gehabt, muss ich sagen. Ich hatte aber auch noch nie viele. Also auf jeden Fall diese 15 € wert. Auch wie gesagt, auch wenn jetzt die GoPro das Ganze nicht widerspiegeln kann, wie gut die ist. Ja, von meiner Seite vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Video. Danke für eure Abos und die Likes.